Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft Hardcore Season 3. Es wird sofort schon wieder dunkel und ich habe gerade noch mal 2 Eier bekommen. Sammeln wir hier noch mal das Zuckerrohr ein und ich glaube, ich erweitere das Ganze einfach noch mal hier in die Richtung. Denn wir könnten noch ein bisschen mehr gebrauchen. Weil eigentlich, ja, ist die Frage, wie viel wir wirklich am Ende des Tages verzaubern können. Plopp. Entschuldigung, kleine Kuh. Aber wir haben noch einen Küken bekommen. Geil. So. Muss jetzt auch dann sofort komplett dunkel sein. Aber wir nehmen nochmal hier kurz die oder das bisschen Weizen hier mit. Und probieren einfach mal jetzt schlafen zu gehen. Natürlich dürfen wir es noch nicht. Echt jedes Mal, wenn ich das Netherportal da so sehe, denke ich mir, komm, muss noch eine Festung finden. Ich muss übrigens sagen, ich finde das nicht ganz so cool, dass unsere Dia-Spitzhacke schon auf ein Drittel runter ist. Ist nicht ganz so nett. Danke, endlich darf ich schlafen. Ja, ja. So. Dann brauchen wir Weizen. Und wir nehmen mal noch hier ein paar Seeds mit. Hat den Apfel hier in der Hand. Denn wir wollen hier mal noch ein paar Kühe bringen oder haben. Und dafür müssen wir die noch mal ein bisschen paaren. So, möchte noch wer? Hier die Schafe natürlich auch einmal. Da hinten noch irgendwer. Hier noch ganz viele, ja, ja. Okay, warte mal, jetzt müssen wir mal hier so am Rand entlang gehen. Die ganzen Hühner sollen mal auch hinterher kommen. So, ihr natürlich auch einmal. Oh. Mir leid, kleines Hühnchen. Das eine Hühnchen geht heute ohne Partner raus. Aber vielleicht wird das ja noch. So, ja, ihr grast da ein bisschen, was halt so Kühe so machen, ne? Bisschen grasen da. Trainen wir nochmal kurz beim Bauern hier. Zack, wir wollen ihn ja möglichst leveln. Wir sollten, glaube ich, echt mal hier die Kürbisse anpflanzen. Man weiß ja nie. Ach ja, ich hatte mir ein Bücherregal gekauft. Na, ja, oder war ja was. Okay, ich würde einfach nochmal eine kleine Erkundungstour machen Richtung Neta. Das ist eigentlich auch cool, wenn das hier mal wächst, dass wir alles dafür in die Wege leiten können, dass wir unseren Sauberungstisch auf die maximale Stufe bringen können. Hätte ich auch schon was. Aber es bringt uns ja alles nichts. Hier sonst mal runter? Jetzt allerdings nicht, wo ich den Gast höre. Es sieht auch hier schon wieder sehr wild aus, alles. Das hier bauen wir mal so ab. War jetzt ein bisschen unsmart. Egal. Mir fällt auch gerade ein, ich hätte die Goldbarren mitnehmen können. Ist ja vielleicht irgendwie ein bisschen Glück haben beim Traden mit den, wie heißen sie jetzt?
Die Piglins. Oh. Möchte ich eigentlich gerade ungern runter. Mach mal hier das Feuer aus. Es sind nur unnötige Gefahrenquellen. Okay, hier geht es aber scheinbar nicht weiter. Also wir können da gucken, ob man durch den Gang irgendwie weiterkommt. Aber ich denke mal, hier sollte es ein bisschen realistischer sein. Uns hier mal rüber. Oh. Genau das wollte ich eigentlich verhindern. So, zack. Aber ich möchte das Ganze hier zumindest ein bisschen breiter haben, dass wir hier nicht direkt runterfallen. Das ist ein bisschen ungünstig. So, wollen wir noch eine Etappe tiefer gehen? Obwohl, wir können erstmal gerade hier oben gucken. So, zack. Mit irgendwas erkennen. Nicht so wirklich. Okay, wir müssen uns merken, dass wir in die Richtung wieder zurückgehen. Ich mach mal ganz kurz den Shader hier aus. Ob wir damit irgendwas besser erkennen können. Ja, mal beim Rumgucken. Aber nee, das sieht alles ganz normal aus, sage ich mal. Dann können wir den auch eigentlich kurz wieder anmachen. Und dieses Rot, ey. Er ist immer ein bisschen sehr hell. Muss dazu sagen, dass ich meistens Minecraft auch im Dunkeln aufnehme. Sprich, Zimmer ist gefühlt komplett düster. Und dann dazu dieses helle Rot. Geil sieht das hier eigentlich aus. Im Glowstone da. Es sieht schon echt mega geil aus. Ja, da kann man ja sagen, was man möchte. Aber auch hier erst wieder einmal ganz kurz das Feuer ausmachen. Ist da hinten was? Ist gerade ein bisschen bitter, dass ich hier nochmal zwischenzeitlich hin und her switche. Also kann ich niemals bis da hinten hingucken. Okay, sollte ich da jetzt deswegen irgendwas verpassen, dann ist das ganz schön belastend. Aber dann können wir auch nichts dagegen machen. Oder nichts ändern, ne? So doof gesagt. Erstmal noch hier weiter. Wenn man noch ein bisschen. Es geht hier überall so tief runter. Haben leider auch bald kein Cobblestone mehr. Warum? Festung erscheine. Jetzt. Darauf erstmal ein Brot. Wäre schon wieder ein Gast. Weiß nicht, ist er vielleicht über uns? Geht's da noch irgendwie großartig weiter? Bauen wir mal ein bisschen auf Entfernung hier ab. Wir
bin noch niemals wieder den Weg zurück. Nicht mit meinem Orientierungssinn. Ist das ein Teil von einer Festung? Oder sieht das einfach nur so random danach aus? Trick 17. Mach nochmal ganz kurz den Shadow aus. Wir hoffen, dass wir noch weit genug gucken können, ohne. Ja, okay. Das war einfach nur so. Du hast einen verzauberten Bogen. Drück mir mal die Daumen, dass wir da einen coolen verzauberten Bogen bekommen. Denn die Skelette oder generell die Mobs, die haben ja so eine geringe Chance, dass sie ihre Waffe droppen. Dann wäre das ja eigentlich ganz cool, wenn wir den bekommen. Aber wie es aussieht, sieht schlecht aus. Ich gehe mal hier runter. Kommen wir auch wieder ganz normal hoch. Entspannt bleiben. Ein bisschen Angst, dass er uns gleich in den Rücken haut. Alter, Mann, hier so die komischen Geräusche. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass ich schon irgendwie eine Festung übersehen habe, ne? Es ist echt ein bisschen schlimm. Warum wartet schon wieder das nächste Skelett? Aber das ist ja absolut kein Problem für uns. Zack. Zack. Ja, das wäre jetzt ziemlich uncool gewesen. Ich hätte gerade schwören können, ich habe so einen Sound gehört von einem Creeper, der ins Feuer gegangen ist. Aber ich guess, das war einfach vom Lied. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich schon safe irgendwo an der Festung vorbeigekommen bin. Ich meine, wenn ihr nett und freundlich und so zu mir sein wollt, dann würdet ihr mir das bestimmt ja sagen, oder? Hoffe ich. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir einfach selber eine finden. Ich muss halt echt sagen, also wenn ich so Modpacks oder so gespielt habe, da hatte ich bis dato echt immer mega Glück. Habe ich immer direkt auf Anhieb eine gefunden. Also gefühlt war das Portal auch einfach direkt daneben. So, da gibt's aber auch nichts. Ich mag das echt nicht, dass wir hier so gar nichts finden. Das Problem ist, wir brauchen ja eine Netherfestung aus zwei Gründen. Wir wollen ja einmal den Enderdrachen besiegen und einmal den Wither besiegen. Und wir brauchen ja einmal eine Festung, damit wir Blazes haben, damit wir die töten können. Um Blaze Powder zu bekommen, damit wir die Enderaugen bauen können. Und wir brauchen einmal eine Festung, damit da die Wither-Skelette spawnen, damit wir da mit etwas Glück die Köpfe bekommen. Ich glaube, die haben aber auch nur eine 3,6%ige Chance zu droppen. Dann mache ich mir da auch erstmal so gar nicht die größte Hoffnung, dass ich die da bekomme. Ich weiß, dass es da irgendwie richtig coole Farmen gibt, die man da theoretisch bauen kann. Zumindest habe ich das mal gesehen, als ich in einem Projekt oder in einem Modpack mit oder die Skelettköpfe haben wollte. Da habe ich mal geguckt, wie man die am besten bekommt. Ich habe mich schlussendlich dafür entschieden, eine gemoddete Verzauberung zu nehmen. Da hatte man mehr Chance, die Köpfe zu kriegen. Und das hat doch schon ganz gut funktioniert. Was ist der denn los?
Wenn dieser Nebel hier nicht wäre, oder was heißt Nebel, wenn diese Winde hier nicht wären, wäre das echt cool. Wir können hier zumindest noch ein bisschen runtergehen. Aber ich würde sagen, ob wir noch was finden oder nicht, das finden wir in der nächsten Folge heraus. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!